Ja, moin, liebe EDC-Freunde, das ist Toni hier. Ja, ich hatte ja die Umfrage gemacht, ob ihr Bock drauf habt auf ein Laber-Video, wenn ich fahre. Und ja, die meisten haben gesagt, jo, mach. Ich glaube, es waren nur zwei dabei, die haben gesagt, nö, wollen wir nicht sehen. Aber ich habe gedacht, komm, ich mach's trotzdem. Und ja, los geht's. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Soltau zu unserem Finanzamt. Heute ist Sonntag. Es ist gerade mal klapprige 4 Grad. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier. Es ist aber trocken. Und ich habe gedacht, ich bringe unsere Steuererklärung mal weg. Und dann erzähle ich direkt mal ein bisschen was über das Thema, was ich angesprochen hatte. Wie bin ich zu YouTube gekommen? Und wie bin ich zu dieser ganzen EDC-Geschichte gekommen. Ja, und das wollen wir jetzt mal anfangen. Also, ich habe 2012 habe ich mich bei YouTube angemeldet. Ich weiß jetzt nicht mehr das genaue Datum, aber wie gesagt, 2012 war es. Und da habe ich dann halt immer so ein bisschen Videos geguckt, alles Mögliche halt. Und dann habe ich mal gesucht nach Paracord, also Paracord knüpfen. Und dann habe ich die ein paar Seiten gefunden und dann habe ich den Diamantknoten gesucht und ich wollte das gerne auch auf Deutsch haben. Und dann habe ich den Kanal von Stefan 123321 gefunden und der hat diesen Diamantknoten erklärt. Und dann habe ich mir das Video angeguckt von ihm und habe dann das quasi von ihm gelernt und habe mir dann noch ein paar andere Videos von ihm angeguckt und habe gedacht, oh cool, guck mal hier so mit Messer und Outdoor-Kram und so, und das fand ich irgendwie ganz cool. Dann habe ich seinen Kanal abonniert und bin dann ja auf diese Messergeschichte aufmerksam geworden. Ich muss dazu sagen, ich habe früher auch schon immer Messer gehabt. Das erste Klappmesser, was ich mir gekauft habe in diesem Bereich, war das CRKT Crawford Casper. Und früher, also davor, hatte ich schon, wo es noch erlaubt war, Springmesser und hier Ballys, diese Ballysongs, also diese Butterfly-Messer und so. Und natürlich auch Victorinox. Ich hatte das Handyman schon, also es war so mein erstes größeres Victorinox, das war das Handyman. Und damit, das hatte ich mal verloren und dann hatte ich mir das auch gleich wieder gekauft. Und also war schon immer, das Handyman war schon immer so absolut mein Favorit. Ja, wie gesagt, und dann habe ich durch den Stefan halt das wieder so ein bisschen gefunden. Dann hat er natürlich auch ein paar Kanäle noch verlinkt und so weiter. Und dann habe ich mir dann da die Sachen angeguckt. Und dann bin ich so auf diese Outdoor-Schiene gekommen, also so Outdoor-Messer und feststehende Messer halt. Und habe gedacht, oh geil, holst du dir auch mal. Und ja, so ging das dann so langsam los, meine Messerleidenschaft. Und ich habe mir dann, ja, also Klappmesser gekauft und Fixed-Messer gekauft und habe dann irgendwann das Video von dem Soli War gesehen. Was Soli War? Ja. Und da ging es darum, irgendwie, zeigt mir euer irgendein Messer, und so ging es auch um Musik. Und dann habe ich gedacht, ach komm, machst halt mal ein Video. Ich hatte damals das iPhone 5. Das war am 25.07.2014. Also 2 Jahre nachdem ich bei YouTube angefangen habe. Und habe dann so ein Video gedreht. Einfach so außer Hand. Und da habe ich das Crawford Casper gezeigt. Und hab dann erzählt von meiner Musikleidenschaft, halt dem Metal, und dass ich halt zu jedem Geburtstag, also seitdem ich 17, also zu meinem 17. Geburtstag hat das angefangen, da habe ich das Lied von Metallica, For Whom the Bell Tolls, gehört. Und von da an habe ich das bis heute, jedes Mal, wenn ich Geburtstag hatte, habe ich dieses Lied als allererstes morgens angemacht. Und
ja, das ist irgendwie so Tradition geworden. Und dann habe ich das so erzählt und habe gesagt, und irgendwann, also wenn ich meine Kiste springe, dann sollen sie an meiner Beerdigung auch dieses Lied spielen. Und ja, keine Ahnung, was mich mit diesem Lied so irgendwie verbindet, aber ich fand das halt schon immer cool und irgendwie ging das dann halt los. Und ich merke gerade, ich glaube, ich muss mir gleich mal meine anderen Handschuhe anziehen. Na, mal gucken. Ja, weiter geht's. Achso, ja. Und das war, wie gesagt, mein erstes Video. Und ja, dann hat sogar Stefan direkt darunter kommentiert und gesagt, hey, cooles Video, cooler Einstand und fürs erste Video und so weiter. Und ja, lass mal ein Abo da. Und der Schnorris, der hat da auch kommentiert und hat dann auch ein Abo da gelassen. Und dann haben alle gesagt, ja, mal gucken, was da noch kommt, mach mal ruhig weiter. Ja, okay. Naja, habe ich gedacht, probierst du mal weiter. Und ich habe ja immer schon mit dem Handy gefilmt. Also das ist ja jetzt quasi erst seit diesem Jahr oder seit diesem Monat, dass ich die Osmo Action habe. Taube. und dass ich dann jetzt mit einer anderen Kamera filme. Ausgenommen, dass ich ja vorher mit der Logitech mal, wenn ich drin gefilmt habe oder so. Also meine EDC-Videos oder so, von wo ich denn drin gesessen habe. Aber halt hauptsächlich mit dem Handy. Und das wurden ja die Handys immer besser und die Videoaufnahmen wurden auch immer besser und deswegen. So, weiter geht's im Text. Ja, ich habe dann, ja, wie gesagt, dann habe ich irgendwann ein anderes Video hochgeladen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches das zweite war. Ich glaube, da habe ich das Polforce Alpha 2 Alpha 2 oder so, oder was ist das kleinere? Eins von den beiden hatte ich dann vorgestellt. Dann hatte ich nochmal so einen Größenvergleich gemacht und ja, die Leute sind irgendwie, also ihr, drauf abgefahren und meine Abonnentenzahlen stiegen dann auch so langsam. Und ich habe dann, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hatte, da hatte ich dann irgendwann 100 Abonnenten und dann habe ich so ein Giveaway gemacht. Und habe dann, ja, wie gesagt, so ein Giveaway ausgelost und dann habe ich noch mehr Abonnenten gekriegt und so ging das dann und so weiter. So, und dann habe ich immer mal, ja, mal so mal ein Video hochgeladen und immer so in unregelmäßigen Abständen, auch mal über andere Sachen oder so, und dann ging das mit den Abonnentenzahlen irgendwie nicht mehr weiter. Dann habe ich zwischendurch schon immer mal so gedacht, ach komm, ey, hörst du auf, was soll's. Und dann hatte ich das mal so angeteasert und dann hieß es, nee, mach das nicht und nee. Und auf einmal gingen die Abonnentenzahlen auch wieder hoch und die Kommentare wurden wieder mehr. Dann habe ich gedacht, na gut, dann machst du weiter. Hab ja auch irgendwie Bock drauf. Und hab dann, ja, bis heute weitergemacht. Komischerweise habe ich auch kaum Daumen runter, also relativ wenig. Die meiste Daumen runter Zahl hatte ich bei meinem finalen EDC Geburtstagsvideo. Da habe ich 5 Daumen runter, allerdings habe ich da aber auch 114 Daumen hoch. Ab da gingen dann auch meine Abonnentenzahlen rasant hoch. Also ich habe jetzt im letzten Monat 57 neue Abonnenten bekommen. Bin jetzt bei 868, glaube ich, oder 866. Und habe ich ja schon gesagt, im Juli habe ich mein 10-jähriges Jubiläum und ja, vielleicht habe ich ja Glück, dass ich bis dahin die 1000 schaffe. Wenn ich 1000 habe, mache ich nochmal wieder ein kleines Giveaway. Mal gucken. Ja. So. Also Leute, ich muss jetzt mal gleich kurz anhalten und muss mir meine anderen Handschuhe anziehen, weil die hier sind doch ein bisschen, das sind eigentlich Sommerhandschuhe. Ich habe zwar hier so eine Protektoren jetzt dran, aber irgendwie, ist das noch zu kalt und meine Fingerspitzen werden gerade echt eisekalt. Deswegen schalte ich mal kurz ab und bin dann quasi gleich wieder da und habe dann neue Handschuhe an. Ich muss nur mal eben gucken und dann geht es weiter im Text. Ach Mist, hier haben sie ja gesperrt, auch das noch. Na gut. Habe ich die dickeren Handschuhe an. Da vorne kann ich mal anhalten. Und dann kann ich jetzt weiterfahren. Ich mache mal kurz aus und dann melde ich mich gleich wieder.
Ja, gleich viel angenehmer. Ich habe immer noch ein paar dickere Handschuhe unterm Sitz, weil es ist doch manchmal sehr, sehr biestig. Und dann sind dann die anderen Handschuhe nicht so gut. So, ja, dann ging es jetzt weiter mit meiner EDC-Geschichte. Ich habe früher dann angefangen, mir ja halt auch immer die ganzen Videos anzugucken und EDC-Videos und so weiter. Und habe dann... Moment. Und habe mir dann auch so ein EDC langsam zugelegt, also Taschenlampe und Messer. Dann ging es los mit Portemonnaies, was nimmst du da, und Kugelschreiber und so weiter und so fort. Also es war halt immer so ein bisschen, Junge, ist der Wind heute wieder doll. Ich hoffe, das ist nachher nicht so doll auf der Aufnahme. Ja, hab dann halt angefangen, mir diese ganzen Sachen zu kaufen. Ich fing dann an mit, auch dann irgendwann an mit Taschenlampen. Da ging es dann los mit Olight. Ich fand dann die Olight-Lampen alle so cool. Hab dann jeden Sale mitgemacht, hab ohne Ende Kohle dafür ausgegeben. Ja, und am Ende bin ich dann bei einer Nicht-Olight-Lampe hängen geblieben. Wie ihr wisst, die Sofern SC32. Finde ich auch super geil. Und ja, es... Diese ganze EDC-Geschichte macht halt Spaß. Ich habe halt früher dann auch noch so ein, ich habe immer gesagt, Bullenblock, also so ein Block, wo die Polizisten in den amerikanischen Filmen immer haben, so ein Lederteil drin. Und das hatte ich dabei. Denn ja, manchmal sogar noch eine Pry-Bar, ein Victorinox, entweder ein feststehendes oder ein Klapper. Und ja, irgendwie habe ich dann irgendwann, fing ich dann an zu merken, weniger ist vielleicht ein bisschen mehr. Und habe dann angefangen, ein bisschen auszusortieren. Und dann ging das irgendwann los mit den Tools. Ich habe gedacht, Mensch, so ein Tool ist doch eigentlich viel cooler, als wenn ich jetzt ein Klappmesser, ein Victorinox und eine Pry-Bar dabei habe. Hoppala, sorry. Und habe deswegen gedacht, ey, komm, dann nimmst du mal ein Tool. So, und dann hatte ich ja mein Victorinox, das habe ich ja auch schon Ewigkeiten gehabt, das Swiss Tool, das große. Ja, das war dann aber sehr kantig, designmäßig auch nicht so geil und sehr kantig und so. Und ja, dann habe ich gedacht, probierst du mal Leatherman. Habe mir dann so ein Leatherman Rave geholt, da war ich total enttäuscht von, also Qualität. Habe das wieder zurückgeschickt, habe mir, also insgesamt habe ich mir viermal ein Leatherman Rave gekauft und fand die irgendwie alle scheiße. Und habe dann das Leatherman Charge gedacht, probierst du das mal aus. Okay, war auch ziemlich teuer, aber okay, ja. Das war dann schon ein bisschen besser, auch von der Klinge, von der Qualität vom Klingenstahl her. Das war, ist ja der 154 CM. Und das ja, hat schon ein bisschen, also es war auch von der Verarbeitungsqualität schon etwas besser. So, dann habe ich ja so Billig-Tools noch ausprobiert und ich sag mal Teppichmesser mit Bithalter und so weiter. Ich bin irgendwie so ein Fanatiker von Bits. Hab ganz gern alles Mögliche zum Schrauben immer dabei. Keine Ahnung warum, ist halt so. Ich habe es halt schon immer sehr oft gebraucht und eine Zange brauche ich auch immer sehr oft und deswegen, ja. Und habe ich gedacht, naja, okay, manche Tools brauchst du ja nicht an diesem Multitool und dann nimmst du halt mal diese Leatherman Scale Tools und habe mir das dann geholt. Moment, jetzt muss ich erstmal hier einmal kurz abbiegen. Ja, habe mir wie gesagt die Leatherman Scale Tools geholt. Einmal das mit der Wellenschliffklinge und dem 420 HC Stahl und dann habe ich gedacht, naja, kannst ja auch das mit dem etwas besseren Stahl nehmen und nicht der Wellenschliffklinge und habe mir dann das Skeletool CX geholt. Und könnte jetzt eigentlich hier wieder reinfahren? Nee, ach komm, wir fahren weiter geradeaus. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, Skeletool CX. Und war auch sehr zufrieden mit dem Teil, aber die Zange ist da bei dem ziemlich semi, also ist nicht so sehr geil. Das Problem ist, dass die halt wirklich wenig, ja, Öffnung hat und
auch irgendwie nicht so stabil ist oder so. Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir die nicht so gut vor und die konnte ich nicht so wirklich gebrauchen. Und deswegen habe ich gedacht, dann doch wieder normales Tool, dann ging das. Ach so, das Leatherman Search hatte ich mir ja auch zwischendurch geholt. Das hatte ich sogar eine ganze Weile als EDC, aber es ist doch ja sehr schwer. Ne? Also ja. Und hat aber sehr geile Qualität so. Aber es war mir irgendwie zu schwer. So, und dann hatte ich mir dann noch das Swiss to Spirit MX Clip geholt. Das war auch total geil. Oder ist auch total geil. Allerdings die Einhandöffnung ist nicht so cool irgendwie bei dem Messer und ein bisschen hakelig. Und ja, irgendwie, wie soll ich sagen, also die Zange war schon sehr geil, weil die halt sehr leicht auf und zu geht. Ne? Die geht halt so richtig von alleine auf und zu, nicht wie bei Leatherman, die haken halt alle irgendwie. Und ja, das fand ich dann ganz gut und dann immer hin und her gewechselt zwischen dem Charge und dem Swiss to Spirit. Naja, und dann habe ich immer gesehen, oh, hier das Leatherman Arc. Das ist eigentlich genau das, was ich von Leatherman haben will. Also Bithalter, das war halt noch das nächste, was das Victorinox natürlich auch nicht dran hatte. Klar gibt es dann das noch als Extra-Tool, aber halt nicht direkt dran. Und dann habe ich das Charge, wie gesagt, ich habe gesehen, dachte immer, oh, nicht das Charge, das Arc. Habe gedacht, Mensch, cool, alles von außen bedienbar. Das fand ich halt natürlich bei den Victorinoxen immer ziemlich gut. Und die Zange ist schön locker und es hat einen Bithalter und es kostet halt richtig Schweinegeld. Und ja, hin, her, lange überlegt und irgendwann habe ich gedacht, ey, das kaufst du dir einmal, dann bist du glücklich und dann habe ich es getan und ich bin glücklich. Und deswegen bin ich halt nun bei dem Leatherman Arc gelandet und ich bin absolut zufrieden mit dem Teil. Und ich mag es halt eben. So, und dadurch, durch die Tools habe ich natürlich auch viel weniger diese, ich brauche jetzt kein extra Victorinox. Ja, ich habe ja noch ein extra Victorinox um den Hals. Das, was mir die Kinder geschenkt haben zu Weihnachten mit dem Leder-Etui, das man sich so um den Hals hängen kann. Und das trage ich halt auch jeden Tag. Und da ist halt eine süße kleine Schere dran, eine kleine Feile und ein ganz kleines Messerchen. Und die Schere benutze ich auch sehr gerne, weil ich mal einen Fingernagel, also ein Eckchen abschneiden muss oder so. Ist prima. Ich mag das kleine Ding. So, und aber ich brauche jetzt halt kein Handyman oder so mitschleppen, wo ich dann die anderen Tools dran habe, die ich jetzt auch an dem Multitool habe. Dann habe ich eine vernünftige Klinge mit einer richtig guten Schnitthaltigkeit. Das heißt, ich brauche auch kein anderes mitschleppen, wie ein Spyderco oder irgendwas oder ein Buck oder so. Habe ich halt auch jetzt ein gutes Messer dabei. Ich habe eine vernünftige Zange und jetzt deswegen habe ich einfach nur noch einen Kugelschreiber und mein Leatherman und die Bits natürlich dazu. Und das macht mir halt riesen Spaß, das Teil. Und es ist für mich super, super nützlich. Also ich habe schon so viele Sachen damit jetzt repariert und gemacht und es ist einfach genial. Gestern erst bei unserem Anhänger, da muss ich das Dach wieder draufsetzen. Eine Bekannte von uns, die braucht heute den Anhänger, weil die was abholen muss. Hat sich was bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Und ja, holt sich den nachher ab und braucht dafür das Dach. Ich hatte vorgestern Sand geholt für unsere Hochbeete, für Erde. Und da hatte ich das Dach ab. Und wie gesagt, um das wieder anzuschrauben, hat mir das die Zange vom Leatherman Arc sehr gute Dienste gemacht. Und ja, und das ist quasi so die Geschichte, wie ich hier zu den EDC-Kram gekommen bin, wie ich zu YouTube gekommen bin. Und ja. Ich kann immer nur sagen, Dankeschön, dass ihr mein Gelaber und mein Quatsch euch anguckt und das sogar gut findet. Und ich freue mich jedes Mal, wenn jemand kommentiert und wenn es einen Daumen hoch gibt. Und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Das ist immer so geil. Ich gucke immer so, na, hat sich was getan? Oh, juhu, ich habe schon wieder einen neuen. Oder ich kriege eine Benachrichtigung. XY hat deinen Kanal abonniert. Das freut mich immer extrem. Ja, so, ich bin jetzt auch gleich da. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht zu langweilig geworden oder irgendwas. Wie gesagt, das nächste Video kommt dann wieder von draußen, wo
wo man mich dann sieht und nicht, wo ich fahre. Ich mache das immer so ein bisschen im Wechsel. Aber wie gesagt, ich bedanke mich jetzt schon mal bei euch fürs Kommentieren und gebt gerne einen Daumen hoch und wenn noch nicht geschehen, abonniert mich. Wie gesagt, ich habe echt Bock auf die 1000 und wäre cool, wenn das irgendwie klappt bis Juli. Naja, gut. Alles klar. Achso, ich werde ja im Mai, am 13. Mai fahre ich mit meiner Frau einen kurzen Urlaub nach Schwerin für eine Woche. Und auch da werde ich filmen. Und von da wird es dann auch das EDC-Update für den Mai geben. So, alles klar. So, das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Wie gesagt, ich bin jetzt gleich da. Es ist nur noch, weiß nicht, so 3-4 Kilometer bis zum Finanzamt. Und dann fahre ich wieder zurück und dann war es das auch. Alles klar. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag, falls ihr das denn heute guckt. Und wenn nicht, ansonsten einfach einen schönen Tag. Und dann werden wir uns sehr alsbald in einem nächsten Video sehen. Und bis dahin sage ich, mach's gut. Ciao, euer Sony.